Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Kabine. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei der Autogesellschaft. Heute geht es darum, warum ist ein Sportwagen oder ein besonderes hochmotorisiertes Fahrzeug, egal ob AMG, RS, Porsche, Ferrari, weiß der Geier was, der eine so scheiß günstig, offensichtlich, vermeintlich, und der andere irgendwie, keine Ahnung, 20% teurer oder mehr. Woher kommt das? Und darauf gehen wir heute ein, weil oftmals ist es doch leider so, dass dort irgendwo was faul ist. Und irgendwo stinkt es dann meistens gewaltig. Und wir haben hier auch so ein Auto auf dem Hof, wo irgendwie was stinkt. Gut, ganz so günstig war er jetzt nie, wie ich es gerne gehabt hätte. So wie es in diesem ominösen Kaufvertrag, den wir im Fahrzeug gefunden haben, steht. So hätte ich es auch gern gekauft. Ja, weil da mache ich nur noch so eine Autos und dann bist du irgendwann reich, aber auch irgendwann in Haft. Wäre mir aber zu stressig, wisst ihr ja, habe ich keine Zeit für sowas. Jetzt kommt mal kurz mit. Ich zeige euch, versuche euch das mal zu zeigen. Schlüssel hast du mit? Jo. Da ist das Ding. Eigentlich ein Traumfahrzeug für mich, optisch. Wahnsinn, ich mag ja auch die C-Klasse als Limo. Als Coupé ist ja nochmal eine ganze Ecke brutaler, ne? Aber die Limousine hat so understatementmäßig was, wo das Coupé, ich meine, Kotflügel, Front teilt sich ja, C, Coupé, Limo, Kombi, ist ja Cabrio, ne? Ist quasi ja gleich, nur am Heck wird das Coupé und das Cabrio deutlich breiter. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, ich brauche erstens mal 4 vollwertige Sitze und B, ein gut, Kofferraum ist genauso groß und B, will ich halt gerne easy hinten ein- und aussteigen können, deswegen ja logischerweise auf die Türen und brauchst jetzt nicht ganz so prollig, nennen wir es mal, ne? So, die sind übrigens, da sind wir gleich beim Thema, die sind aus 18, ne? Und das ist 19 Zoll, wenn ich das richtig sehe. Und die hier vorne, das habe ich schon gesehen, wo das Ding dann hier ankam, leider steht es in den Bewertungsportalen nie drin, die sind nämlich aus 27. Und da habe ich mich schon gewundert, da sage mal, die Felge, der Reifen ist neu, okay, da muss er irgendwo drüber gefeuert sein, ja? So. Es sind aber offensichtlich keine Schäden am Auto zu sehen, also es ist jetzt nichts kaputt in dem Sinne. Was mir aber dann noch aufgefallen war, ist hier, dass das Rathaus zum Beispiel irgendwie hier rausguckt aus dem Kotflügel. Eigentlich müsste die Kante ja hier dahinter sitzen. Mhm. Da hat man also nie so richtig zusammengebaut. Und da bin ich schon stutzig geworden. Hast du so jetzt nie gesehen? Den Schaden hier an der Felge hast du natürlich gesehen. Deswegen sage ich immer, Bilder schicken, Videos schicken ist alles Hürde. In live sieht das immer anders aus. Auf dem Bild kann es beschissener aussehen, als es in Tatsache ist und andersrum. Jeder, der schon mal mit Autos wirklich was am Hut hatte, kann das bestätigen. Ja, du hast manchmal schon Autos angeguckt und dachtest, naja, das wird wahrscheinlich nichts sein. Dann guckst du an, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ja, oder sprichst dann mit dem Besitzer oder mit dem Verkäufer. Und dann kommst du ans Tageslicht, dass es eigentlich alles passt so, weißt du, ich meine? Und dass es alles einen Sinn ergibt. Oder eben genau andersrum. So, jetzt haben wir aber hier drüben und da wurde ich dann wirklich ein bisschen hellhörig. Oder nicht bloß hellhörig, sondern da habe ich echt gestutzt und dachte, hey, was ist denn da los? Die Karre kam an und nach 3 Minuten habe ich gedacht, hier stinkt irgendwas. Das Auto ist wirklich auch noch so, wie es ist. Wir haben nichts mit dem Ding gemacht, wir sind keinen Meter gefahren. Wir haben noch nicht drunter geguckt, wir haben ihn erstmal nur dann hingestellt und gesagt, offline nehmen und nie vermarkten. Erstmal klären, was hier eigentlich los ist. So, jetzt schlussendlich ist halt folgendes, hier ist auch ein neuer Reifen drauf. Nun wissen wir ja aber alle, die C-Klasse gab es nur als AMG mit dem 4 Liter V8 Biturbo, ja nur als Heckschleuder. Also kann es eigentlich nicht sein, dass er sich die vorne schon abgefahren hat, wenn die hinten ja noch aus 16 sind, und zwar nämlich die an die ersten, weil das Auto ist erst zu lassen 17, Mai 17. Und da habe ich gedacht, hier stimmt was nicht. Und dann haben wir das Lackschichtmessgerät mal rausgeholt und haben nochmal nachgemessen. Ich meine, das ist ja hier, ich glaube, Zenit Grau Magno Matt oder wie die Scheiße heißt. Eine schweinegeile Farbe, lässt sich aber echt auch scheiße nachlackieren. Also sprich, das machst du nie mal schnell in 5 Minuten an der roten Ampel. Ja, das ist nie irgendwie, wir lackieren mal schnell irgendwie, weiß ich nicht, Rot-Uni oder irgendwas. Gut, was geht denn jetzt schnell? Kein Plan. Geht, glaube ich, kein Lack heutzutage mehr schnell. Aber Fakt ist, das ist wirklich schwer zu treffen. Dass das A vom Farbangleich her passt. Es gibt sogar Automobilhersteller aus Köln, die haben Fahrzeuglacke. Wenn da ein Kratzer drauf ist, gibt es eine Hersteller-Reparaturempfehlung, die besorgt, ganze Auto lackieren bitte, weil du es nie wieder farblich hinkriegst. Geil, ne? Erzählte bloß natürlich keiner beim Kaufen, ne? Sieht zwar geil aus, du kaufst die Karre und Feierabend. Selbst der Lackierer, dem graut es hier. Und da habe ich das Ding so mir angeguckt und so vom Lackbild, von der Qualität her, sieht es gar nicht so schlecht aus. So, wir können auch gerne mal hier reinschauen. Viele beschweren sich ja immer, dass der Julian zu wenig die Autos filmt und zu viel meine Fresse. Das hat nichts damit zu tun, dass der Julian sich abends eben pellt auf meine Larve und neben dem Spiegel ein Foto von mir hat. Ja? Auch. Also okay, gut. Ja. Das hat einfach damit was zu tun, dass der Julian tonmäßig immer sich entscheiden muss, wen er jetzt filmt. Wenn ich rede, kann er nie das Auto filmen, weil dann hört ihr mich nie oder kaum.
Deswegen auch das Ansteck. Mikrofon, aber das, ist, das Problem ist, das haben wir x-mal gemacht jetzt, mit Puschel dran und alles. Thema ist, dann hört ihr die anderen wiederum nicht richtig, wenn ich mit jemand anderen rede. Genau, eigentlich brauche ich mir so einen Typen wie beim Kamerateam mit so einer Tonangel. Was denkst du, warum es die gibt? Ja. Die sind nicht zum Spaß da, die Kollegen, Tonangler, das ist ein richtiger Beruf, glaube ich sogar, ein Tontechniker oder wie gewesen. Ne? Und das geht halt nie. Also müssen wir uns irgendwie entscheiden und einen Kompromiss finden. Deswegen macht der Jürgen dann immer so kurze Einblender und carpert uns meistens noch ans Ende mit dran, wenn es die Zeit zulässt. So, ansonsten hat mir das Auto echt zugesagt, weil voll. Panodach, Mattlack, Burmester, geile Ledersitze, zwar die Opa-Stühle, aber scheiß drauf, man kann nie mal alles haben. Dafür sind sie aber belüftbar, das sind nämlich die Performance-Hocker nicht. Hier ist einmal voll mit Head-Up, mit 360 Grad, Spurhalte und da kann die Karre auch alleine einparken und so ein Käse. Performance AGA, Carbon, innen und ich glaube auch. Hatte der nicht auch außen am Schwert? Nee, hat er nicht. Hatte ich an der 2er C-Klasse am Cabrio. Da war alles Carbon gefühlt. Da war alles Carbon, die ganze Karre war eigentlich gefühlt Carbon. Ja. Schöne Grüße an Philipp Kess. Ja, genau. So, ansonsten großes Navi und ausstattungstechnisch lässt es eigentlich meiner Meinung nach nicht so viele Wünsche offen. Also hier ist eigentlich alles drin, was du in der Limousine bauen kannst. Es gab auch, der hat auch die Keramikbremse drin vorne, die gibt es ja nur vorne. Hinten ist quasi Stahl. Ne? Also wird der Wechsel nicht ganz so teuer, sind es nur vorne halt 10 Scheine anstatt 15 oder so oder 20 oder so, keine Ahnung. Perfekt. Gut, 70.000 Kilometer runter und 2000 Mai 17 erst zugelassen. Ne? Ich glaube, zweiter Hand. Oder dritte? Womit nicht schon wieder dritte? Ja, das ist halt das, was viele einfach nicht verstehen wollen, offensichtlich. Das ist kein Auto, was ich mir kaufe und dann fahre ich das 10 Jahre. Das ist der Bullshit-Kunde. Wenn ich das Geld habe für so ein Fahrzeug als Neuwagen, weil ich glaube, neu kam das Ding weit über 100.000, müssen wir noch mal kurz einblenden. Könnt ihr mal schätzen, was hat denn der gekostet? Mit Night-Paket, mit allem Müll. Ich denke so brutto 120. 125, so in der Dreh. Ja, dann liest so einer, das kauft doch keiner, so behindert ist da keiner. Das wird geleast, die Karre, also die wenigsten machen das, kaufen so ein Ding. Die leasen das, zum, weiß nicht, wenn sie Glück haben, zum Leasingfaktor, weiß ich nicht, 1, 0,9, 0,8, was weiß ich, wenn es eine Aktion gab. Die gab es auch richtig billig teilweise, die Dinger, wirklich für 500, 600 Euro. So, dann geht das Ding für 18 Monate oder 24 Monate oder 36 Monate erstmal ins Leasing. Mhm. Da hat es der erste schon gehabt. Im Idealfall hat es Mercedes auch vorher schon mal angemeldet gehabt, weil es eben keiner haben wollte und die es zulassen mussten. Da ist, bevor das Ding überhaupt irgendeiner unterm Arsch klemmen hatte, ist schon zwei Briefeinträge da. Dann geht das aus dem Leasing raus, geht es an den nächsten, zack, der dritte. Dann stellt der nach anderthalb Jahren fest, boah, naja, ist für den Winter vielleicht doch ein bisschen ungeeignet. Ich wohne ja im Gebirge und irgendwie der Kinderwagen will auch noch nicht so richtig reinpassen, weil gerade meine Alte nochmal geworfen hat, auf Deutsch gesagt, ja. Zack, wieder weg. Und was ist denn das für ein Auto? Das ist ein Spielzeugauto, womit man natürlich auch seinen Alltag bestreiten kann. Es ist völlig unbestritten, dass das geht. Aber es ist, hat eher einen Spaßcharakter. Das ist kein, na gut, es ist gerade eine blöde Ecke hier für Beispielfahrzeuge. Aber sagen wir, dort Chrysler 300C, 3 Liter Diesel, Mercedes-Benz-Technik. Habe ich einen Kumpel, der hat meinen gekauft vor na, fast 10 Jahren wahrscheinlich. Mhm. Das ist fast 10 Jahre her, ja, wo ich so ein Auto hatte, in derselben Farbe übrigens, mit SAT-Paket, glaube ich, oder sogar. Und der hat dort, ich weiß nicht, 300.000 Kilometer drauf gerollt. Das macht halt kaum einer. Das ist einfach so. Das macht halt keiner mehr heutzutage. Die wollen halt alle immer was Neues, was Aktuelles. Gerade die Leute, die 3 Mark übrig haben. Da gibt es so viele Leute, die ich kenne, die aller Jahre, aller halben Jahre, spätestens aller zwei, aber wirklich aller spätestens aller zwei, die Karre austauschen. Und das ist halt in diesem Fahrzeugbereich, Kategorie, ist das leider üblich. Ist halt so. Vorbesitzer-Fetischisten sind es bei mir. Ja? Das war schon manchmal sehen. Was ist das Problem? Entscheidend ist ja immer das Auto. Zustand vom Fahrzeug, das ist eigentlich das Kriterium, was über einen Kauf oder Nichtkauf entscheiden sollte. Mhm. Weil die drei Vorbesitzer sitzen noch nicht auf der Rückbank, labern nicht voll, oder? Ansonsten siehst du dem Auto, das ist jetzt das Kuriosum. Wir gehen jetzt mal eine Runde drumherum. Nee, sagt mir jetzt mal bitte, was euch noch auffällt. Was fällt denn euch jetzt noch auf, wo ihr denkt, na, das ist aber komisch. Das gehört so nie. Da muss man... Ja. Ja. Da muss man aber auch fair sein. Und sagen, das sieht man nur, wenn man wirklich sich mit der Materie C-Klasse AMG S-Modell, ist ja eine S-Variante übrigens, ne, sich schon mal beschäftigt hat. Ne? So, ne, von außen, was könnte jetzt hier noch komisch sein, außer die Beschädigung an den Felgen? Optisch, ganz ehrlich, sieht ja gut aus, oder? Ja, mega. Keine Kratzer, keine Steinschläge, klar, so alles lackiert gefühlt. Also die Leute, die mit der C-Klasse sich nicht ganz so beschäftigt haben, die werden es jetzt nie gesehen haben. Hier fehlt die Profis, die so ein Auto schon mal hatten oder sich damit beschäftigt haben oder es geil finden, die haben schon gesehen, hier fehlt der Spoiler. Wo ist der hin? I don't know. Mhm. Habe ich auf den Bildern gesehen. Habe ich auch gestutzt, habe gedacht, naja, okay, es gibt
hin und wieder Leute, die sich tatsächlich so einen Spoiler runterbauen vom Auto, weil notwendig zum Fahren ist er nicht. Mhm. Ich glaube, das ist einfach nur ein Optikding, um die S-Varianten besser zu unterscheiden. Du hast hier eine Abrisskante übrigens, die ist ja von Haus aus schon da. Und ist dann ein anderer Deckel als bei der normalen C-Klasse, ne? Oder? Weil das ist doch, oder? Nee, der Deckel ist der gleiche. Echt? Ja, also der Deckel wird in den Spoiler quasi so eingefasst, da kommt hier noch mit drauf. Das habe ich auf den Bildern gesehen gehabt, habe auch überlegt, dachte, gut, vielleicht bei der Lackierung, weil stand ja danach lackiert, ne? Ja, ja. Vielleicht weggelassen und dann gesagt, sieht schöner aus ohne. Na? Es gibt hin und wieder auch, wir haben es auch schon erlebt, dass das Ding auch schon mal gemopst wurde. Krass. Ja, die sind ja geklebt, die Dinger, ne? Ja. Man weiß es nicht. Und dann haben wir hier natürlich die schwarze Leiste, wo der Jürgen sich immer aufregt. Das würde ich halt genauso machen. Ne? Na genau. Ja. Und da habe ich schon gedacht, naja, okay, vielleicht, wenn er hier schon die Leiste schwarz gemacht hat, vielleicht fand er das ja, ist die Folie, ne? Oder? Fühlt sich so an. Also für die Nicht-Mercedes-Menschen, das ist ja eigentlich Chrom hier, ne? Eigentlich ist es Chrom, ne? Das ist ja, Night-Paket ist eigentlich relativ witzig. Night-Paket bedeutet, die Exterieurleisten, die hier um die Fenster normalerweise silbern sind, sind dann hier halt schwarz. Warum man das dann auch nicht schwarz gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ne? Ja. Folieren sich viele, machen ganz viele oder lassen es sogar lackieren. Leisten hier unten schwarz und vorne halt die Spange in der Stoßstange vorne ist halt dann auch schwarz, ne? Und dann sicherlich noch ein, zwei andere Features. Ich meine, das ist so, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so sehr ist, obwohl doch, doch. Ich glaube, es ist doch, immer mal, so. Geh mal rüber zur Klasse hier. Ach, guck mal, der hat, siehst du, das Coupé hat die Leiste. Der hat gar nicht, ja. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt mal gucken. Gab's so bei dem 63er auch den Diamantgrill? Ja, bestimmt, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Da hat er hier auch den, ne? Stimmt, ich glaube, den Diamantgrill gab's auch. Viele machen sich dann auch hier noch schwarz, was sich anbietet. Aber wir schweifen zu weit ab. Aber der ist auch nicht nachlackiert hinten, ne? Der Heckdeckel. Also ich meine, warte mal, ich weiß jetzt eben, also die mattgrauen Farbe, da erzählen ja immer viele oder behaupten ja einige, genau, nee, der ist nicht nachlackiert interessanterweise. Da frage ich mich, wo ist der Spoiler hin? Konnte man den abwählen? Kein Plan. Ja. Oder halt wirklich aus Optik von zweiten, dritten Besitzer abgemacht, ne? Nein, eigentlich ist ja auch schwarz hier oben drauf, ne? Da kommt der Spoiler, ist ja nie Wagenfarbe, sondern beim Mattpaket dann nur schwarz. So, und dann haben wir hier gedacht, na gut, holen wir mal das Lackschichtmessgerät raus. Und dann bin ich hier eine Runde drum getanzt, der Tom übrigens auch nochmal. Und habe festgestellt, gut, das, was die hier uns in Bildern gezeigt haben, na, das war auch so angegeben, um die 200 μ. Na, ich dachte, du, was soll's, ist er halt mal nachlackiert. Das ist ja bei so einem Auto wirklich, wenn hier ein Kratzer drauf ist, wird im Zweifelsfall wirklich die ganze oder fast die halbe Karre lackiert. Ne? Mhm. Ist so. Und deswegen haben wir uns da jetzt noch nie so ins Hemd gemacht. Oder ich mir nie ins Hemd gemacht. Und dann sind wir hier irgendwie hier auf der Tür hängen geblieben. Ne? Und da waren hier direkt mal 600 μ drauf. Und dann bin ich hier irgendwie hier weitergegangen. Und das ist auch gar nicht so einfach zu finden. Da haben wir auch beim ewig geguckt hier. Und hier wird es dann irgendwie immer dicker. Und da habe ich gedacht, naja, okay, was ist denn hier los? Und dann war hier. Da habe ich das erst als 1,35 gelesen. Das sind aber 1,35 mm. Ne? Und da habe ich schon gedacht so, hä? Das geht ja noch weiter, ne? Das Wild, genau. Und hier 2,0. Ne? Also es wird dann nochmal richtig massiv dick hier an der Stelle. Also das ist nicht mehr gespachtelt, sondern das ist schon hart verschalt. Das macht man so eigentlich dann ohne mehr. In der Stärke auf jeden Fall nie. Aber man, komischerweise auch nur hier, ne? Hier ist ja, das ist sehr, sehr kurios. Also hier muss irgendwie eine Beule drin gewesen sein in der Tür, wo man sich dann gesagt hat, offensichtlich, du scheiß drauf, wir klatschen das mit Spachtel voll und gut ist. Ne? Man hat sich hier offensichtlich jetzt auch nicht die riesige Mühe gegeben. Und hier wird es auch wieder drin schon, ne? Na, also es muss hier wirklich hier so ein irgendein Ding drin gewesen sein. Und das ist offensichtlich auch noch da drunter. Also was könnte man jetzt hier machen? Es gibt zwei Varianten. Theoretisch ist das jetzt kein Mangel im klassischen Sinne. Solange hier nichts reißt, was aber durchaus passieren könnte. Mhm. Ich hab's, um ehrlich zu sein, aber bei, ja, ich sag mal ganz ehrlich, bei Autos, jüngeren Baujahrs, auch wenn sie dick gespachtelt waren, es ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Wir haben hier wieder schon erlebt, dass Autos gespachtelt wurden bis auf über 1 mm und dicker. Ich habe aber selten erlebt, dass wirklich mal die Spachtel abfliegt, weil das wäre das Schlechteste, was dann passieren kann. Theoretisch hätte man hier eine neue Tür einbauen müssen. Und pass auf, jetzt kommt mein Klopftest. So, mal gucken. Und zwar habe ich das früher, wenn wir jetzt noch kein Lackschichtmessgerät hatten, auch oft mit Klopfen festgestellt. Na, man hört das richtig, dass hier richtig dick wird. Na? Mhm. Hier? Ja, ja, ja. Hier hört sich es komplett anders an. Merkst du richtig, dass hier irgendwie mehr Material da ist? Viel mehr Material, viel, viel mehr. So. Das ist recht kurios und da haben wir uns gedacht, Mensch, was ist denn hier? Und hier ist der Kotflügel übrigens original. Das ist halt komisch, finde ich. Das ist halt sehr, sehr komisch. Wie kommt der Schaden? Also der Kotflügel ist angeblich original. Hier ist richtig dick gespachtelt.
Hier wiederum nicht, hier ist nur lackiert und dann ist es auf die ganze Seite lackiert. Der Heckdeckel, wo eigentlich ein Spoiler fehlt, ist theoretisch unilackiert und dann geht es hier drüben weiter. So, ne? Und hat überall um die 200 μ. Finde ich jetzt nicht dramatisch, alles im grünen Bereich, ja? Mhm. So. Bei Mercedes ist übrigens dazu nichts weiter bekannt gewesen, zumindest war das die erste Aussage. Hat man ja natürlich auch die Historie gezogen und das sah auch alles ordentlich aus, ne? Wo jetzt nicht, dass du sagst, oh Gott, die Karre hat nie einen Stern sowas gesehen oder sonst was. Nö, das war okay. Da war auch irgendwann nochmal in 2021 auch nochmal bei Mercedes im Mai oder März oder irgendwann. Ne? Und jetzt kommt das Kuriose. Ich habe dann durchs Handschuhfach geguckt und habe dann was ganz Wildes entdeckt. Was man hat offensichtlich vergessen. Und da war es für mich dann erstmal komplett vorbei. Hier ist eine Rechnung dabei von einem Autohändler aus dem Ruhrpott drüben. Welcher? Moin, hallo. Na? Für 28.000 Euro. Differenz besteuert. Für 28.000 Euro würde ich auch gerne so eine Autos kaufen. Aber da muss ja irgendwas komisch sein mit einem Kilometerstand von 61.850 Kilometer in 1.05.17 im Bar. Und kurios ist natürlich auch des Weiteren diese Anmerkung hier. Hm. Unfallfahrzeug Totalschaden. So, was machst du da jetzt? Ja, wir haben das Auto noch nicht auf der Bühne gehabt und nix. Übrigens gibt es noch eine Rechnung von Mercedes-Benz, die haben auch in Akten gefunden, also im Auto, wo das Auto verkauft wurde mit Nachlackierung. Divers. Also offensichtlich hatte man den Rest des Fahrzeugs schon mal lackiert. Es kann natürlich auch sein, erstens, entweder ist das wirklich ein Totalschaden gewesen, wo jetzt die Indizien nicht zwangsläufig dafür sprechen, weil Kotflügel, Haube ist nie nachlackiert. Hier ist aber massiv Spachtel drauf. Am Ende war das sogar Mercedes-Benz selbst. Mhm. Ja gut, die würden die Tür tauschen, oder? Eigentlich. Hätte man eigentlich tauschen sollen oder zumindest so in Stand setzen. Hätte das ein Boris hingeschafft, der hätte die Tür wieder so gerade gezogen, dass die hier, wissen nicht, vielleicht 400 bis 600, 800 μ gehabt hätte, da wäre das legitim gewesen. Mhm. Ich sage immer, alles so bis 1 mm ist okay. Ne? Damit kann man leben. Da fällt jetzt nichts ab. Ist auch nie eingefallen, interessanterweise. Also die haben sich schon Mühe gegeben. Und das für eine Hinterhoflackierung im Zweifel. Wenn es für Lolo Budget sein soll, ja, ist das hier einfach zu gut. Also die Lackqualität als solches ist okay. Auch das Spaltmaß ist okay. Passt, ne? Es rennt nie an. Es ist oben und unten in der Flucht. Auch hier zur zweiten Tür hin. Passt alles. Ne? Auch die Höhe der Tür stimmt. So, und was machst du jetzt in dem Fall? Nimmst du deine Beine in die Hand und rennst lieber ganz schnell als Kunde? Oder bleibst du dran? Ich als Händler hätte wahrscheinlich in dem Fall gesagt, muss ich mir nochmal genauer angucken. Na, weil jetzt kann man hier schnell auf die falsche Fährte kommen. Was ist hier passiert? Ist das ein Totalschaden? Oder ist es einfach nur eine, ich habe vergessen, die Steuern ans Finanzamt überweisen, Geschichte? Aber wie die Geldwäsche. Ja? Aber jetzt sag's. Okay, ich sag's jetzt. Mein Mensch, ist es einfach Geldwäsche gewesen? Man weiß es nicht genau. Ne? Das ist halt gängige Praxis. Dass man zum Beispiel, wenn man weniger Steuern zahlen möchte, gerne, oder Verluste schreiben will, das ist im Autohandel nicht unüblich leider, dass man Autos klein schreibt auf der Rechnung. Das heißt, man schreibt halt rein Totalschaden, ja, was aber ein bisschen blöd vielleicht ist, wenn das Auto im Zweifel dann irgendwie 3 Wochen später auf den nächsten angemeldet wird. Wenn das Finanzamt das prüft, ja, muss man das halt irgendwie im Zweifel erklären können. Viele halten sich dafür besonders klug, aber du darfst immer eine Sache nicht vergessen. So klug wie du auch bist, die Jungs beim Finanzamt und Mädels da, die Steuerprüfer oder der Steuerverhandler oder wie man die nennt, eine Sache nie vergessen. Du machst hauptberuflich im Zweifel irgendeinen Handel und die machen hauptberuflich Steuerprüfung. Und die haben den ganzen Tag Zeit und wenn die Bock haben, dich zum persönlichen Hobby zu machen, dann machen die das. Mhm. Und meistens finden die dann auch jeden Scheiß. Aber es muss ja jeder selber wissen, wie seinen Handel betreibt. De facto ist das Totalschadenthema, würde ich jetzt, wenn ich das so sehe, noch nicht zwangsläufig als wirklich dringend erachten. Mhm. Aber er hat eine massive Nachlackierung auf der linken Seite. Die könnte man natürlich, wenn man es ordentlich haben will, entweder nochmal machen, dass man das alles runterholt und neu aufbaut, aber wahrscheinlich fast billiger, du kaufst eine Tür. Ja. Na? Was mich jetzt noch wundert, warum ist die Schraube hier hinten angefasst? Genau, das ist auch so ein Thema, da habe ich hier auch reingeguckt und guck mal hier. Hier ist nichts angefasst, ja. Hier ist nichts angefasst, obwohl es hier unten drunter ein bisschen rostet, aber hier vorne war keiner dran. Hier unten drunter ist ein bisschen leichter Korrosionsanflug. Ja, ganz leicht. Das kann aber eigentlich Uni sein. Ne? Das darf eigentlich nicht sein. Also muss hier irgendeiner irgendwas gemacht haben, weil die hier hinten ist auch offen gewesen, ganz offensichtlich. Ja. Alle anderen sind unberührt. Ne?
Das ist natürlich nass, das ist natürlich ein bisschen blöd zu sehen. Das ist das Nächste. Guckt euch niemals ein Auto im Dunkeln an. Niemals. Macht das nicht. Ne? So wie ich den beim Chalo jetzt die C-Klasse gekauft habe, macht man es eigentlich nie. Ja, aber das ist schon auf Vertrauensbasis, ne? Weil ich denke, der rennt mir nicht weg, im Zweifel. Weißt du, was ich meine? Jetzt hat man natürlich diverse Indikatoren, um sich hier weiter durchzuarbeiten an so einem Auto. Mittlerweile ist es ja so, dass man überall so Labels hat. Gerade hier auch auf die Scheinwerfer und zum Beispiel auf den Schlossträger hier vorne. Auch auf den Kühlerpaketen teilweise sind so Labels drauf, wie hier auch nochmal auf den Scheinwerfer zu sehen, mit dem LED-Code. Warum braucht man den? Den braucht man, um, wenn man die Scheinwerfer wechselt, wird er abgescannt von Mercedes und dann wird er quasi, kann auch eine freie Werkstatt sicherlich, dem Auto gesagt, du hast einen neuen Scheinwerfer und den Scheinwerfer gesagt, du bist jetzt in dem Auto. Dass sie angelernt werden untereinander und was wissen. So, und dann haben wir hier, interessanterweise gibt es das nur schon seit längerem, auch Produktions- oder Herstellungsdaten eigentlich. So, siehst du das? Ja. Was steht hier? Eine 1117. Das Auto ist aber zugelassen schon im Mai 17. Nächste Kuriosum. Das ist auch sehr kurios, hier auch 1117. Aber auch, wie gesagt, wiederhole ich nochmal, das Auto ist im Mai zugelassen. Jetzt müssen wir eben schauen. So, und dann haben wir hier Schlossträger, beziehungsweise hier vorne ist ein Klimakühler, glaube ich, wenn das aussieht. Ja. Guck mal, was hier drauf steht. 19. Den kann man also auch, wahrscheinlich auch, hat man den wahrscheinlich auch irgendwie getauscht. Kann natürlich aber auch mal ein Steinschlag gewesen sein. Muss nie zwangsläufig ein Unfall gewesen sein. Ansonsten sieht hier vorne erstmal alles gerade aus. Also der Pralldämpfer, der Stoßstangenträger, der Schlossträger, das sieht erstmal alles gerade aus. Auf den ersten Blick macht jetzt nie den Eindruck, als wäre hier irgendwas ganz komisch. Ne? Vielleicht weiß ja jemand, ob es bei den Scheinwerfern irgendwelche Aktionen gab oder irgendwelche Probleme. Genau, es kann ja auch mal sein. Und das ist jetzt eben das Thema. Sorgt das hier für weitere Verwirrung und von Mercedes wurden die Scheinwerfer getauscht oder die drucken hier irgendwelche Daten drauf, wie sie lustig sind. Oder die sind irgendwie hier neu reingekommen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Um der Sache vielleicht eine kleine Lösung zu geben, der Marcel war hier übrigens dran, der das Ding zusammengesteckt, werden wir uns den anderen mal angucken, was da für Daten draufstehen. Weil der soll ja unfallfrei sein. Okay? Ja. Und dann habe ich auch hier, also hier war auf jeden Fall einer auf den Schraubenköpfen hier drauf. Ja. Siehst du das? Hier. Ja, safe. So, ne? Hier auch. Also irgendwas ist ja schon gewesen. Wahrscheinlich ist das ganze Kühlerpaket nebst, hier, guck mal, hier ist ohne Schramme drauf. Wie kommt die denn drin hin? Ja. Dann hat hier auch mal irgendwie was anderes gesessen, würde ich sagen. Hier saß die Schraube auch schon mal anders. Mhm. Ja, irgendwas ist hier vorne auf jeden Fall. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall gewesen, was auch einen gewissen Schaden verursacht haben muss. Ne? Und dann habe ich letztens, guck mal her, siehst du diese Kerbe hier? Die hier? Mhm. Die hier ist Uni-Abwerk. Was denkt ihr dazu? Was ist hier passiert? Na, das ist so ein bisschen X-Faktor-mäßig, welche Geschichte es war. Ist es die Story mit dem, wir haben Geldwäsche, wirklich Tatsache? Ist es die Story, wir haben wirklich einen Totalschaden gehabt und das Ding ist zerklopft verkauft worden? Oder ist es die Story, dass das Auto quasi mit einem Totalschaden irgendwo aufgekauft wurde, günstig repariert und dann weiter verschachert im Kaufvertrag mit Totalschaden? Welche Variante haltet ihr für perspektivisch am vorstellbarsten und glaubwürdigsten? Gucken wir mal hier vorne rein. Gucken uns erstmal nochmal schnell die Tür an. Ist zwar jetzt eine Coupé-Tür, aber die Aufhängung ist gleich eigentlich dieselbe. Siehst du das? Ja. Da ist nichts kaputt. Ja. Okay. So, ich zieh mal schnell die Haube und gucken wir mal vorne auf die Label. Welches Uniformel ist denn das Ding? Willst du es auf dem Hut? Nö, ne? 1016. 1016? Ja. 916. Ah ja, okay. Macht Sinn. Hm? Na? So. Ja. 916 und hier fehlt auch, bei dem anderen fehlt auch das zweite Label hier zum Anlernen. Na, hier der QR-Code und der ist aus 916 auch, also beide Daten sind gleich, ne? Ja. Und dann haben wir hier auf dem Kühler, hier steht es aber andersrum drauf, interessanterweise. Stimmt, ja. Wo ist es denn jetzt? 816. 816, mhm. Okay. So. Und das ist natürlich relativ schön, so kannst du zumindest schon mal, dass bei der C-Klasse auf jeden Fall beide Scheinwerfer neu sind. Auf jeden Fall irgendwas am Kühlerpaket gemacht wurde und wahrscheinlich findest du manchmal unten dann auch noch mehr Aufkleber. Ne? Mhm. Ansonsten, wenn du hier die Verschraubung anguckst, sieht das eigentlich alles gleich aus. Hier ist kein Rost drauf. Hier ist auch noch ein Sensor irgendwie, den wir bei der C-Klasse jetzt vermisst haben. Ne? Ja. Ich weiß nicht, was das hier für ein Sensor ist, aber der ist bei der C-Klasse nicht da. Die sind alle gut, ja. Nichts angepasst. Also hier passt es auf jeden Fall. Ne? Habe ich mir angeguckt, die Hütte, also das war okay. Der ist verknüppelt tief. Ja, wie geil sieht das wieder aus mit dem Panamericana-Grill so. Wahnsinn, ne? Und dem schwarzen Zeug da? Geil. So, jetzt gehen wir noch mal kurz bei der C-Klasse schauen. Jo. Aber ich denke, das Ding war schon klipperklar. Irgendwie. Also er hat auf jeden Fall gut in den abgekriegt.
aber das würde ich sagen, klären wir im nächsten Video. Haut uns mal bitte in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Was sollen wir mit dem Auto jetzt machen? Mhm. Sollen wir gucken, ob wir eine Wandlung anstreben können? Sollen wir uns den technisch angucken und vielleicht doch behalten und einen Preisnachlass fordern und den dann für einen coolen Kurs weitergeben an den nächsten? Weil wenn das Ding technisch fit ist, ja, und sonst der Rest funktioniert und brauchbar repariert ist, sodass du sagen kannst, damit kannst du die Leute auf die Straße schicken. Ja. Wir müssen mal gucken, wo die Teile auch herkommen. Nicht, dass das geklaute Teile sind. Ja, kann auch sein, ne? Ja. Das wäre ganz schlecht. Also ich würde da vielleicht auch Folgendes machen. Ich würde mal das Auto dann auch im Zweifel, wenn ihr wollt, im nächsten Teil eventuell da mal selber drunter gucken und dann vielleicht das Ding mal zum Mercedes, zum Freund von mir bringen. Der ist der Werkstattleiter hier bei uns in Dresden bei Benz. Dass die sich die Karre mal angucken und mal schauen, was damit ist. Mhm. Kann ja auch sein, dass das Mercedes gemacht hat. Man weiß es ja nicht. Das wäre doch hinterlegt, oder? Ja, also wir haben es in unserer Historie nie gesehen, aber vielleicht haben die noch irgendwas anderes, wo die gucken können. Die sehen ja auch, wir sind zum Beispiel Garantieleistung, können wir zum Beispiel nie einsehen, ja, gut, was stimmt. Die wiederum sehen. Mhm. Weiß ich nicht. Müssen wir uns nochmal angucken. Also ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr zu dem Auto sehen wollt, wie es damit weitergeht, was wir jetzt damit machen, dann lasst uns das in den Kommentaren wissen. Teilt gerne das Video, weil, ich sag's so wie es ist, Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf, billig ist nie leider immer nur ein Schnäppchen. Weil zu verschenken, vor allem der gewerbliche Handel oder auch generell Privatleute, hat auch der Privatmoney. Weil wer es nämlich geschafft hat, sein Auto bei Mobile oder sonst wo zu inserieren, der kennt auch den Markt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis bald, euer Enrico. Ciao, ciao. So, ich habe es überhaupt durchgegründet. Oh. Ah. Oh, geil. So, durfte ich sie bitte an die Beke zünden? Man kennt's. Kennst du es nicht? Ja, doch. Das haben sie aber gefickt eingeschädelt. Ja, ja. Kennst du es? Na, Mirko Nonchef, verstehst du? Gott hab ihn selig. Du kriegst mehr Provision. Das klingt wie, als wäre das eine Bordsteinschwalbe. Nee. Wenn ich das so zurufe durch die Tür so. Na? Das heißt aber nicht Provision bei einer Bordsteinschwalbe, oder? Warum steht da eigentlich die Tür offen? Ah, das sehe ich wieder. Ich hab's vergessen, Kunde. Ah. Habe ich schon gesagt, dass ich an Gedächtnisverlust irgendwie neuerdings leide? Vielen lieben Dank, haben wir aus der Community bekommen. Uns wurde auch schon wieder rausgefressen hier. Vielen lieben Dank, lieber Alex. Die Jungs und Mädels sind gut genährt. Gut genährt. wo möchten wir schon wieder dritten? Als besonderer Vermerk steht hier. Soll ich schon mal eine Finanzierung rechnen? Gib mal einen Ausweis her, Kunde. Genau, aber das Ding passt zu mir. Ich schieß mal weiter hier. Ja, was denkt ihr? Ungefähr so? Vielleicht doch so. Aber geil. Schön. Schöner Kopie. So, Feuerball, Junge. Ich danke mich für eure Aufmerksamkeit. Fuck, Alter.